Hallo Leute, heute gibt es mal keinen Reisevlog von uns und auch kein Bulli-Video. Heute gibt es so ein richtiges Laber-Video, denn ich möchte euch mal etwas über unsere Reisepläne für 2018 erzählen. Wie ihr im letzten Video vielleicht schon gesehen habt, sind wir aus Südfrankreich schon wieder längst zurück. Und um ehrlich zu sein, ist das wirklich schon lange her, denn wir sind Anfang Oktober aus Frankreich zurückgekommen. Und ja, seitdem hatten wir im Grunde genommen keine Erlebnisse mehr mit dem Bulli. Und deswegen gibt es auch erstmal keine Videos mehr aus 2017. Unsere Bulli-Saison 2018 hat aber auch noch nicht angefangen, denn Viggo steht zurzeit noch in der Werkstatt. Er hat ein mehr oder minder schweres Rostproblem, was wir aber jetzt zusammen mit der Werkstatt, glaube ich, sehr gut in den Griff kriegen. Und sobald er dann wieder da ist, gibt es auch für euch neue Bulli-Videos. Wir haben noch ein paar Umbauten vor und natürlich auch die ein oder andere Reise 2018. Wenn man sich die Bücher hier schon mal anguckt, dann kriegt man, glaube ich, schon eine Idee dafür, wo es für uns dieses Jahr hingehen soll. Denn für 2018 haben wir eine große Skandinavien-Tour geplant. 3,5 Wochen wollen wir durch Schweden und Norwegen reisen und dabei möglichst weit in den Norden kommen. Ob wir es wirklich bis zum Nordkap schaffen, ist noch nicht ganz klar. Aber zumindest über den Polarkreis wollen wir auf jeden Fall hinaus. Denn unser Traum, oder vor allem Dianas Traum, ist es, einmal die Nordlichter zu sehen. Deswegen fahren wir auch erst im späten Herbst nach da oben. Es ist auch von der Zeit für uns einfach besser, weil wir in den Ferien meistens keine Zeit haben, also in den Schulferien. Und deswegen fahren wir im Spätherbst, um die Polarlichter zu sehen und einfach in der Nebensaison zu sein. Aber das ist natürlich nicht alles, was wir für dieses Jahr geplant haben. Und wir wollen ja auch nicht bis zum Spätherbst warten, bis wir das nächste Mal mit dem Bulli losfahren. Deswegen ist für Ende des ersten Quartals oder Anfang des zweiten Quartals, das steht noch nicht ganz fest, der erste Kurztrip 4 oder 5 Tage nach Dänemark, nach Hvidesande oder in die Region um Hvidesande geplant. Wir waren da schon ein paar Mal und es ist wirklich traumhaft da. Man ist direkt am Meer, aber auch an dem See und man kann da wirklich tolle Fotos machen, toll spazieren gehen und da freuen wir uns schon richtig drauf. Zu Weihnachten haben wir aber auch noch dieses Buch bekommen. Das ist das Landvergnügen-Buch und wer es noch nicht kennt, das Landvergnügen mit Erwerb dieses Buch erhält man eine Vignette und damit kann man dann bei verschiedensten Bauernhöfen, landwirtschaftlichen Betrieben in ganz Deutschland eine Nacht lang umsonst stehen. Dort übernachten und sich auf dem Hof aufhalten. Die haben natürlich dann auch alle noch, oder die meisten auch einen schönen Hofladen, wo man vielleicht auch richtig gute Lebensmittel für sich einkaufen kann. Und das wollen wir natürlich auch ausprobieren dieses Jahr. Das hier ist noch die Ausgabe für 2017. Die ist noch bis Ende März gültig, aber auch die Ausgabe für 2018 ist schon für uns reserviert, war beides ein Weihnachtsgeschenk. Dafür auch nochmal vielen Dank an meinen Bruder und meine Schwägerin. Wer das vielleicht schon kennt, das Buch, kann uns ja auch mal Tipps geben, ob es irgendwelche Juwelen da drin gibt, irgendwelche Bauernhöfe, die es sich absolut lohnt anzufahren. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Insgesamt haben wir 2017 aber auch bemerkt, dass Arbeit viel zu stressig ist und dass jeder Urlaub mit dem Bulli und sei er noch so kurz, sei er nur ein Wochenende, total entspannt für uns ist. Und deswegen haben wir für 2018 einfach viel mehr geplant, die Wochenenden zu nutzen, mal für kurze Ausflüge rauszukommen, auch hier auf dem Bauernhof zu schlafen oder halt mal ein verlängertes Wochenende unterwegs zu sein. Und da seid ihr jetzt gefragt, denn wir haben zwar schon so ein paar Ideen, was wir auf jeden Fall sehen wollen, wo wir auf jeden Fall hin wollen, aber ich bin mir sicher, ihr habt da noch viel, viel mehr Ideen. Was lohnt sich definitiv in Deutschland oder in den näheren Nachbarländern mal für ein paar Tage oder eine Woche hinzufahren?
irgendwelche Orte, gibt es irgendwelche Veranstaltungen, Festivals, irgendwelche Treffen, wo wir auf jeden Fall mal hinfahren sollten. Und ich bin mir sicher, einige von euch würden jetzt gerne das Midsummer Bully Festival vorschlagen auf Fehmarn oder in Wolfsburg. Und ja, wir wären da auch gerne hingefahren, aber dieses Jahr sind leider beide nicht drin vom Termin her. Aber vielleicht kennt ihr ja noch andere coole Treffen. Müssen auch keine Bully-Treffen sein, können Oldtimer-Treffen sein, können Camping-Treffen sein, Reisetreffen, irgendwelche Messen oder irgendwelche anderen Veranstaltungen, die auf jeden Fall total cool sind. Oder halt, wie gesagt, irgendwelche Orte, besondere Landschaften und so weiter. Wir sind auf jeden Fall für jeden Tipp, den ihr uns gebt, dankbar. Also schreibt es uns in die Kommentare, macht die Kommentarspalte so richtig voll. Wir freuen uns sowieso immer über jeden einzelnen Kommentar, den wir bekommen. Wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu treten, egal ob hier bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram oder vielleicht ja auch irgendwann mal demnächst in Real Life, also auf irgendwelchen Treffen oder einfach so auf einer Reise. Wir freuen uns und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!